Ja, liebe Zuschauer, nur mal eine ganz kurze News zwischendurch. Und zwar, wer gerne Energies trinkt, so wie Red Bull oder sonstiges, sollte vielleicht in Zukunft mal nicht darauf verzichten, aber mal ein bisschen darauf achten, was er sich so zu Gemüte führt. Und zwar hat man die sogenannte Ekelerpressung gegen Red Bull jetzt öffentlich gemacht und geht jetzt auch fahndungsmäßig dagegen vor. Und zwar haben Unbekannte damit gedroht, die Dosen bzw. die Deckel der Dosen mit Kloakenwasser abzuwischen. Das bedeutet eigentlich im Endeffekt für die Leute, die nur aus der Dose direkt trinken, ihr lutscht dann schön am Kloakenwasser dran rum. Die betroffenen und genannten Geschäfte, in denen das schon stattfinden sollte, wurden schon untersucht, da ist aber bisher noch nichts bei rausgekommen. Also da braucht ihr euch schon mal keine Sorgen zu machen. Und die Fahnder sind natürlich schon den Tätern in Klammern auf der Spur. Man versucht halt mit größtmöglichem Druck Geld zu fordern. Jetzt nicht die Fahnder zu den Red Bull beseuchern, bekloaklern, sondern die Red Bull verseuchen wollen. Die wollen halt davon mit profitieren. Im Endeffekt kann man sich jetzt natürlich denken, was man will. Aber wer sich jetzt an den Leibniz-Keks und an das Krümelmonster erinnert, das war ja eine riesen Werbekampagne, wenn man mal so will, wo die für ihren goldenen Keks geworben haben, dass sie ihn wiederbekommen. Und das Krümelmonster hat sich auch live im TV und im Internet auf Videos dazu geäußert. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich so, und ich gehe davon auch noch nicht ab, dass es eigentlich nur eine riesen Werbekampagne war. Der Keks war vielleicht nie weg, der war irgendwo immer in der Nähe. Und wurde dann einfach wieder zum passenden Zeitpunkt ausgehangen. Und die Spendenaktion natürlich für die Kinder ist eine ganz top Sache. Somit steht Balsenkekse, ja, wieder ganz oben im Vordergrund und hat sich jetzt einen Namen gemacht, nämlich, ich glaube, 20 oder 40.000 Kekse, Schachteln, Kekse, ich weiß nicht genau, zu spenden. Aber da gleiten wir schon wieder vom Thema ab, weil das war jetzt bloß ein Vergleich. Und ich würde fast sagen, dass das bei Red Bull genauso sein könnte. Denn es ist bisher noch nichts nachgewiesen worden, muss man mal so sagen. Und bisher ist es auch immer noch die Nummer 162. Das Getränk ist einfach der Wahnsinn, wenn man das mal so will. Und die machen einen Umsatz. Im Jahre 2011 haben die einen Umsatz gemacht von 5,6 Milliarden Dollar. Das ist der absolute Hammer. Also er ist unter anderem ist der Konzern die Formel 1 unter den Energy Drinks. Und natürlich auch mit dem Team von Felix Baumgartner zusammenarbeitend oder Sebastian Vettel. Und geht eigentlich richtig, richtig gut bei ab. Aber ob das jetzt hier so ist, dass das hier so sein sollte mit diesem Kloakenwasser, oder ob das nicht ein schlechter PR-Gag nur ist, um ein bisschen mehr Werbung zu machen für Red Bull, damit alle Medien darüber schreiben, gebt mal Red Bull ein Ekelerpressung und ihr findet sofort mehrere Seiten, wo darauf hingewiesen wird. So ein kleiner Tipp von mir. Wird wahrscheinlich nur eine Werbekampagne sein, aber ansonsten trinkt in Ruhe euer Red Bull ansonsten mal aus dem Glas und wascht einfach mal die Dose heiß ab. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, worauf man sich da einlässt. Also bis dahin, bis zur nächsten News.